Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute wollen wir mal wieder eine Runde What the Fuck Base Polizei machen. Und kann mir mal irgendjemand am Anfang schon mal bitte direkt sagen, die Polizistin auf meinem Titelbild, ist die von Overwatch? Ist das eine Figur aus Overwatch oder nicht? Und ist das hier eine What the Fuck Base oder nicht? Das ist natürlich auch die Frage eigentlich. Ich würde fast schon sagen ja, aber ich bin mir nicht, wobei... Es ist die Frage, was macht der mit den Mauern? Level 1 Mauer, Level 7, nee, warte mal, Level 6 Mauer ist das, Level 7, Level 8, Level 9. Ist die Frage, ob wir ihn kriegen, also ist auch, wir drücken mal weiter. Bis wir eine richtige WTF-Base haben, allerdings, sowas zum Beispiel, ne? Das Problem ist, er ist ziemlich gut aufgestellt. Ich habe nur meine normalen Truppen gerade dabei. Deswegen müssen wir eigentlich eine WTF-Base finden, die ein bisschen schwächer ist. Die ein bisschen schwächer ist für uns. Ich bin auf 2300 Pokalen. Das wird also im Endeffekt eine Sonderedition WTF-Base-Polizei, weil wir in den richtigen Pokalregionen dieses Mal nicht sind, um diese Bases halt dauerhaft zu finden. Das ist natürlich auch keine. Alles klar, da muss ich wohl mal ein bisschen suchen. Nein, das ist auch keine. Sieht eher aus wie so ein frischer Neuner. Er hat die Mauer noch nachgezogen. Okay, bis gleich. Okay, ich habe circa 300 Pokale gedroppt und jetzt sind wir in... wir sind so an der Schwelle zwischen Kristall 3 und Gold 1. Und da habe ich jetzt ihn hier gefunden und klar, den nehmen wir natürlich mit. Guckt euch das mal an, wie geil diese Base ist. Es ist natürlich eine WTF-Base. Das bedeutet, eine WTF-Base muss nicht unbedingt immer extrem gerusht sein, allerdings... Ist diese Base eine WTF-Base im positiven Sinne? Absolut positiv, weil, ihr seht es schon, sie hat richtig cool, die ganzen Bäume da drin stehen, das sieht richtig geil aus. Das Einzige, was da noch fehlen würde, wäre ein Weihnachtsbaum. Hat der vielleicht einen außen? Ja, da ist ein Weihnachtsbaum. Und Glücksbäume hat er auch, allerdings finde ich die Glücksbäume auch gar nicht so hässlich. Von daher kann ich da schon verstehen, dass er jetzt die nicht unbedingt in die Mitte reingepackt hat. Aber da ist auch ein Weihnachtsbaum noch, da ist auch noch einer. Ja, schon cool. Auf jeden Fall schon richtig gut gemacht. Gut, klar, der Loot ist jetzt... 2000 Dunkles, das ist natürlich okay. Allerdings, wie gesagt, wir nehmen ihn natürlich nur mit, weil er die Weihnachtsbäume hat. Das ist der einzige Grund. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Die Luftabwehr ist gleich weg. Perfekt. Holte dir noch eben. Dann gehen wir von hier vor. Oder wo sind denn noch Bohrer? Da ist noch ein Bohrer. Ja, komm, dann gehen wir... Nee, hier ist das Lager. Dann muss ich wohl doch von hier vorgehen. Auch wenn da gleich direkt der Feger ist. Wir haben ziemlich viele Loons. Hoffentlich hat er nichts in der Clanburg. Oh, ich habe ja mein Level 2 Freeze. Da kann ja gar nichts passieren. Da ist doch mein Level 1 Freeze. Der Level 1 Freeze, der geht natürlich richtig steil. So, da freezen wir nochmal eben. Komm bitte auf den... auf den Freeze. Auf den Feger. Der Feger ist weg. Der hat nichts in der Clanburg. Ja, müssen wir mal gucken, was wir gleich für Truppen noch ausbilden. Bei der What the Fuck Base Polizei muss ich ja immer gucken, dass ich mal so ein bisschen die Truppen variiere. Werden wir dann mal sehen. Aber diese Base ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Muss man wirklich sagen, mein lieber Dusk von A Freak Show. Das passt. Wir gucken uns den Clan gleich mal an. Vielleicht ist das ein Clan, wo du nur reingelassen wirst, wenn du wirklich wenn du eine ausgefallene Base hast. Jetzt haben wir zumindest schon mal wieder 42.000 Dunkles. Wir brauchen 70.000, dann kann ich das ein allerletztes Mal das Labor starten. Wow, dann sind wir fertig mit dem Labor. Da muss ich nur noch in Anführungszeichen die ganzen Helden hochziehen und noch die Mauern machen. Die Mauern sind da im Endeffekt das kleinere Problem. Allerdings will ich jetzt bald mal alle Preise einsammeln, also sowohl alle Preise von den Clanspielen und auch alle Preise von den, wie heißt es noch gleich, von den Saisonherausforderungen. Warte mal, ich habe noch Truppen in der Ausbildung, ne? Kann sein, ja, haben wir noch. Das bedeutet, wir machen gleich mal einen richtig schönen Queen Walk, gefolgt von ein paar... Ja, wir machen, zu Ehren von Matthias machen wir heute mal ein bisschen Go Wipe. Golem, ja, habe ich ja nur... Oh, doch, wobei Golem... Komm, wir machen komplett Go Wipe. Wir machen zu Ehren von Matthias, machen wir komplett Go Wipe. Aber mal etwas abgewandelt, man braucht ja keine Mauerbrecher mehr. Drei, ja, das passt so. Aber das sind zu wenig. Das sind zu wenig Magier. Matthias sagt bestimmt auch, das sind zu wenig. Wir brauchen mehr Magier. Das sind jetzt wieder zu viele. Dann nehme ich lieber noch einen Eisgolem mit. Ah, den habe ich ja noch gar nicht. Warte mal. Das war blöd. Zwei. Ja, komm. Das wird so passen. Dann gucken wir mal eben auf die Zauber. Das ist okay.
Okay, ein Gift noch dabei. Erstmal, wir hauen jetzt natürlich den Trank rein. Fordern wir eben schon mal an, ganz wichtig. Hat das jemand gesehen? Ich habe keine Ahnung, wie lange sind wir noch hier? Weiß ich doch auch nicht. Heute Abend irgendwann. Heute Abend irgendwann. Es müssen ja die Mitglieder bald rein für die CWL. Also, wenn du noch kein Mitglied bist und gerne die CWL im Mami-Clan mitmachen möchtest, dann ist jetzt deine Chance. Denn in Ereignisse. Nein! Ich hab's weggedrückt! Nein, 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 nein. In 3 Tagen und 22 Stunden. Oh, wir haben. Oh, vierfacher Sternenbonus. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Dann würde ich mal sagen, warten wir jetzt mal eben. Ich baue schon mal die Zauber. Wir suchen noch nach einer WTF-Base und bis gleich. Ganz kurz noch, ich hatte ja noch gesagt, wir wollen ja unbedingt noch mal eben gucken nach dem Clan, nach dem Freakshow-Clan. Okay, ein brasilianischer Clan. Allerdings, ob jetzt jede Base. Nee, 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 nee. Ob jetzt jede Base so aussieht wie die, die wir eben angegriffen haben. Das hatte ich mir auch gar nicht gedacht. No, die anderen sind alle normal. Alles klar. Wollte ich nur mal eben ganz kurz nachgeguckt haben, bevor das jetzt aus meinem Angriffslog gleich verschwindet, weil ich jetzt gerade immer noch wieder ein bisschen droppe. Bis gleich. Okay, das ist schon echt hart an der Grenze, muss ich sagen. Für Neuner. Oh, schwierig, ne? Echt schwierig. Aber guckt euch mal die Bogentürme an und die Goldlage. Ah, ich weiß, es ist ja gerade neu gebaut. Das macht es im Endeffekt wieder zu einer WTF-Base. Ah, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, Leute. Weiß ich doch auch nicht. Ah, was ist so? Ah, ey, wenn man schon rusht und dann zieht man es immer noch weiter durch und dann hat man halt das Problem, dass ein paar Mauern halt auf Level 5 sind. Ach komm, ey. Er hat's verdient. Er hat's echt verdient, dass wir ihn zerlegen. Wirklich. Er hat das wirklich verdient. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er das wirklich verdient hat, dass wir ihn jetzt mal ordentlich zerlegen hier. Ah, solche Bases, Leute. Lasst es doch sein. Lasst es doch sein mit dieser Rusherei. Die Base wäre, wenn sie nicht so extrem gerusht wäre, sie wäre, glaube ich, hübsch. Sie wäre wirklich hübsch. Mit 9er Mauern oder so. Halbwegs gescheit alles aufgebaut. Geht ja eigentlich, nur. Auf dem Niveau hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Vor allem die Bogentürme. Guckt euch diesen Bogenturm mal an. Guckt euch den mal an. Das ist alles. Der ist selbst die Sachen, die er ja hat, die er ja vorher hatte, bevor er auf Rathaus 9 gegangen ist, die waren ja da schon low. Also. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was er hier macht. Das ist gar nicht gut. So, wir haben noch 12. Ich habe auch noch. Oh, ich habe einen Freeze. Das ist natürlich gar nicht gut. Eilzauber. Ja, mal gucken, ob sie da gleich reinfliegen werden. Wäre schon mal ganz geil. Ja, jetzt. Jetzt sind sie im Radius vom Eilzauber. Werfen wir nochmal einen Wut in die Mitte. Ich habe noch 2 Ballons übrig, die kommen nach da. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir müssen ihn zerlegen. Wir müssen ihn schon zerlegen. Das ist auf jeden Fall das Ziel jetzt gerade. Dass wir jetzt hier 100% holen. Er hat unten auch nicht mehr so ganz so viel. Die Luftabwehr ist jetzt auch nicht so geil. Dieser Bogenturm ist ja. Die werden ja immer schlechter, die Türme. Die werden ja immer schlechter. Oh, süß, Mini-Tesla noch. Ich habe noch genug Truppen übrig. Ja, paar Mauern noch. 5er Mauern, 6er Mauern, 7er Mauern und 8er Mauern. Alles da. Alles da, was das Herz begehrt auf jeden Fall. Wir haben einige Drachen noch übrig. Es gibt aber auch noch genug zum Aufräumen. Da oben ist ja auch noch überall was. Das Lager ist noch da. 72.000 Gold. Das bedeutet, wir können gleich. Ja, vielleicht können wir eine Mauer noch machen. Ich muss mal gucken. Ich habe auch, glaube ich, gleich den Sternenbonus auf jeden Fall auch fertig. Boah, bald vierfacher. Vierfacher Sternbonus und ich gehe jetzt runter. Ist natürlich auch mega schlau. Allerdings für die WTF-Base-Polizei, da müssen wir auch ab und zu mal Opfer bringen. Wobei ich noch gar nicht genau weiß, ob ich die Folge WTF-Base-Polizei nenne. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber wobei doch, das andere mache ich später. Das andere mache ich später. Dann hat sich das erledigt. Dann hat sich das erledigt, Leute. So, jetzt haben wir das noch. Gucken wir mal eben, dass wir das so eben kaputt kriegen. Ja, es musste sein. Tut mir leid, mein lieber Freund aus dem arabischen Raum. Dich mussten wir jetzt hier leider zerstören. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. So, weiter. Dabei. Würde meine russischen Freunde sagen. Dabei. So, Bonus nochmal drauf. Loons. Ja, komm, wir sind ja nicht so ganz so. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Machen wir mal Loons da. Ich hatte mal überlegt. Wir machen ruhig noch ein bisschen. Lavalunion. So, warte mal. Ich nehme mal 15 Stück mit, ne? Dann nehme ich mir noch ein paar Loons auf jeden Fall in die Clanburg mit. Zack, zack, zack. Ne, weil. 1, 2, 3, 4. 3 Freeze. Gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Allerdings habe ich ja gesagt, zu Ehren von Matthias, unserem großartigen Matthias, machen wir jetzt auf jeden Fall
noch eine Runde Go Wild gegen WTF Base. Was gab's denn überhaupt als Preise? Ich weiß, glaube ich, schon, was ich nehme. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. In diesem Account weiß ich es auf jeden Fall, denn ich werde hier auf keinen Fall diese Rune nehmen oder diese Rune fürs Nachtdorf. Das werde ich in meinem Maxed-Account auf jeden Fall nehmen. Hier aber nicht. Oh, das wird gut. Das wird das Größte, was ich jemals in meinem Leben in Clash of Clans ausgegeben habe. Oh, das hier auch alles noch. Dann in dem anderen Account noch. Das wird richtig gut. Also, kurzer Cut. Und bis gleich. Okay, wir sind nochmal fündig geworden. Das ist wiederum wirklich eine sehr gute Base. Denn er hat nicht nur eine gerushte Base, sie ist einfach auch von der Aufteilung hier. Warum hat man drei Mauerreihen nebeneinander? Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ein bisschen Loot hat er auch noch. Ein bisschen. Das ist natürlich ganz gut. Dann nehmen wir das mit. Und gucken einfach mal. Ah, ja, wir dürfen es. Ich orientiere mich wieder an den Fegern. Und das ist nicht gut. Denn wir haben ja Go Wipe! Wir haben Matthias Taktik jetzt hier am Start. Das ist sehr gut. Wir machen da schon mal eben ein. Außen machen wir schon mal ein bisschen was weg. Ich habe Riesen in der Clanburg und auch Dingenskirchen hier. Ballons. Ich habe eben Ballons gefordert, obwohl ich die gar nicht gebraucht hätte. So, machen da schon mal einen Druff. Zack, zack. Jetzt kommen hier kommen unsere kleinen Freunde dahinterher. 1, 2. Und ihr sollt natürlich auch alle in die Mitte reinlaufen. Und zack, und zack. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Denn wir müssen das... Er hat so geringe Mauern. Ja gut, klar, ich habe jetzt hier keinen Felsenwerfer oder so. Das habe ich natürlich eben gesagt und dachte mir so hinterher, du hast ja hier eh keinen Felsenwerfer oder so. Ich bin immer noch... manchmal kommst du echt durcheinander, wenn du so extrem viele Accounts hast. Das ist echt verwirrend. Allerdings, in diesem Fall, ihr seht, dass die Mauern sind so low, da kommen die locker durch. Also jetzt hier selbst die Riesen, jetzt zünde ich mal eben den König, dann zack, sind wir durch die 8er Mauern durch. Können jetzt hier nochmal eben was draufschmeißen, dass sie ein bisschen langsamer sind, die Helden vom Gegner. Das läuft. Also die gehen hier durch, wie das Messer durch die Butter. Gehen sie jetzt hier durch. Ich habe sogar noch einen Freeze, den werfe ich jetzt mal eben da drauf. Nein, einen Zentimeter. Aber ist egal. Freeze Level 1, dann ist sowieso egal, ob du den im Endeffekt, ob du den da hinwirfst oder nicht. Das ist im Endeffekt komplett egal. Ja, meine Freunde, kümmert euch noch bitte um den Rest, um den Bombenturm noch, das wäre noch ganz schön. Und dann zack, da haben wir eben die Königin gezündet. Ist ja sonst nichts mehr da. Zu Ehren von Matthias haben wir also mit Go Wipe tatsächlich dann 3 Sterne geholt. Gegen eine WTF-Base. Das ist schon mal gut. Oh, da läuft er, da laufen sie. Ja, und schreibt mir bitte mal unbedingt, was denn die Person auf meinem Thumbnail, was, ob die von Overwatch ist. Ist von Overwatch. Und wenn ihr noch CWL mitmachen wollt im Mami-Clan, dann werdet Mitglied und dann werden wir da eine schöne Zeit haben, auf jeden Fall. Es fehlen noch Leute, also wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, dann kommt gerne in den Mami-Clan und dann machen wir da zusammen CWL. Das wäre cool. Und ja, dann sind wir im Endeffekt am Ende dieser Episode. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Aber warte, wir müssen eben anfordern. Loons 6 Plus angefordert und bis später. Macht's gut.